Das Fox Military Division Tracker Klappmesser. Ein Riesenteil, extrem schwer und eigentlich eine Antwort auf eine Frage, die ich mir nie gestellt habe. Wenn du wissen willst, was dieses Messer kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossen vom Survival Shop Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Dieses Messer ist heute per Post gekommen. Ich habe es natürlich auf Amazon bestellt, also ich bin selber schuld, aber fangen wir ganz von vorne an. Dieses Messer habe ich schon sehr lange im Blick. Jahre. Wirklich Jahre. Und jetzt, vor ein paar Tagen, ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich habe es immer wieder in den Warenkorb gelegt bei Amazon und habe gesagt, will ich da wirklich auf Kaufen drücken? Nein, will ich nicht tun. Nein, will ich nicht tun. Und dieses Mal habe ich gesagt, ich will es tun. Und als ich es heute, ich habe es erst ein paar Stunden da, ich habe es auch noch nicht getestet, das machen wir gemeinsam, aufgemacht habe, habe ich gesagt, wow, dieses Messer ist wirklich wow, ja? Ist es notwendig? Na, definitiv nicht. Definitiv nicht. Ist es cool? Ja. Das heißt, es hat so einen Coolheitsfaktor. Es ist wirklich einfach, aber fangen wir ganz von vorne an. Es ist massiv schwer. Also als typisches Bushcraft-Messer sowieso nicht, als Survival-Messer, na, warum sollte ich das tun? Dann nehme ich mal ein feststehendes Messer, denn wir werden es dann gleich testen. Ich bin mir sicher, es hält alles aus, aber trotz alledem, durch diese Verriegelung hier, da kann irgendwas kaputt gehen und dann funktioniert es nicht mehr und dann ist mein Messer nicht einsatzfähig. Also eigentlich auch nicht. Aber es hat was, weil du hast hier hinten einen Backlock, ja, und kannst das auf- und zumachen. Und dann gibt es da eine Verriegelung, die du drückst, ja, beidseitig, ja, kann man also auch mit einer Hand machen. Und dann ist das Messer hier, da kannst du, ist es total fixiert. Es geht nämlich auch so, dass du es zumachst und verriegelst und dann kann man es auch nicht aufmachen. Also es ist sehr sicher. Es sind zwei Scheiden, werden mitgeliefert. Einmal eine Scheide, beides Molle-kompatibel im eingeklappten Zustand. Ja, kann man komplett zumachen, mache ich jetzt nicht. Und dann einmal, so ist es bei mir auch geliefert worden, ja, und zwar gibt es auch eine Scheide, wo du es sozusagen so führen kannst, ja? Ja, als normales Messer. Die Scheiden von Fox Knives Military Division, die sind immer meiner Meinung nach ein Schaß mit Quasteln. Ich habe die Fox Parang Machete, ein tolles Teil, wirklich ein tolles Teil. Glaube ich, gibt es bei mir auch einen Schub im Shop, also, wenn du magst. Ja. Aber die Scheide ist ein Klumper, das Messer ist cool. So. Und bei dem ist es jetzt genauso. Bevor ich jetzt einen Test mache, und ich verspreche, ich werde es tun, ich gehe jetzt noch nicht auf die Klinge ein, aber mal auf den Griff. Du hast hier eine Möglichkeit reinzugreifen, um weiter vorne zu arbeiten. Wir werden uns anschauen, ob das geht. Dann kannst du es hier nehmen, da nehmen, jetzt ganz klar, und auch hier hinten, ja, damit man einen schönen Zug aufbauen kann. Das heißt, der Messerdesigner gibt dir vor, wie du es halten sollst. Normalerweise mag ich das nicht, aber bei dem Messer, glaube ich, ist das notwendig. Und es erinnert mich auch ein bisschen an das Cold Steel Ratcha irgendwie. Nur das ist irgendwie cooler. Gut, also es wird sehr scharf angeliefert. Wie gesagt, das ist jetzt der erste Schnitt, den ich mache. Und ich muss sagen, geht ganz gut. Geht wirklich ganz gut. Da gibt es mal überhaupt nichts zum Meckern. Wir werden dann nachher eh noch weitere Tests machen. Also das geht einmal ganz gut. Was mich da natürlich auch interessieren wird, ist, es hat ja diese Tracker Knife, Spurensuchermesser, Tracker Knife, und Form, und da kann man ja so schöne Locken ziehen, und ich werde das dann nachher ausprobieren, das werde ich dann machen, aber anscheinend funktioniert auch das. Also das geht einmal ganz gut. Dann hier Power Cut, und das ist mir auch immer wieder wichtig, dieser Power Cut hier, der ist möglich, es ist hier nichts, was wehtun würde. Ja, es gibt ja auch Messer, die dann da noch irgendwelche so Öffnungen haben, die man vielleicht zum Zustechen besser verwenden kann, aber das ist hier nicht der Fall. Das geht wirklich durch wie Butter. Das gefällt mir. Ich meine, es ist noch immer die Frage, ob es so ein Klappmesser in so einer wuchtigen Ausführung wirklich braucht, aber vielleicht hast du da eine Idee, und dann mag ich dich bitten, dass du mir einen Kommentar schreibst. Aber ja, das funktioniert alles. Alles sehr gut. Alles sehr nett. Ja, dann machen wir gleich einmal einen Hacktest. Ich verriegle das Teil. Ich bin hier im Bushcraft-Areal, das heißt, ich darf das hier, dass du natürlich nicht in einen Wald gehst und einfach irgendwo was umhacken, abhacken, herhacken darf, das ist klar. Ich darf das hier. Ja, so. Und wenn du zu uns kommst,
faldurlaub.at, gebe ich dir natürlich unten den Link. Ein bisschen billige Eigenwerbung, eh ganz klar. Dann darfst du das im Camp auch tun. Das haben hier die Holzfäller umgehaut, wird ausgeschnitten. Und ich nutze das jetzt hier gleich die Möglichkeit, um hier bei dieser Esche einen kleinen Test zu machen. Das funktioniert super. Geht richtig schön rein, aber was ich merke ist, es vibriert. Ja? Also ich nehme hier hinten und hacke jetzt da rein. Dann kriege ich die Vibration hier durch bis rein. Also das spüre ich hier in den Fingern. Ja, diese Vibration. Ich muss es also komplett ganz nehmen. Dann geht's. Dann ist es okay. Aber hier hinten, das ist nicht so top. Aber naja, man kann nicht alles haben. Es geht richtig schön ins Holz rein, wie ich meine. Also wie gesagt, es ist eine Esche und nicht irgendeine eine Weide oder sowas, sondern das ist schon ein bisschen was, da tut sich schon was. Also, ich finde, sehr brauchbar. Jetzt schnitzen wir diesen Stock da gleich einmal ein bisschen an und machen da gleich wieder mal so ein bisschen Testing, weil vorher das war ein trockenes Stück Holz. Das hier ist jetzt frisch Esche. Teil, den ich gerade runtergehackt habe. Also das Teil arbeitet wirklich gut. Aber ich stelle jetzt noch einmal das ganze Konzept in Frage. Also es geht wirklich gut. Geht wirklich gut. Aber ich stelle mir noch einmal die Frage. Ist es notwendig, ein Messer in der Stabilität, wir werden dann noch ein paar andere Tests machen, in der Stabilitätsausführung als Klappmesser zu machen? Was ist da der Hintergrund? Was ist der Sinn dahinter? Und der ist mir nicht klar. Vielleicht hast du eine Idee. Dann mag ich dich bitten, mir einen Kommentar zu schreiben, wofür das da ist. Ich meine, Messer sammeln, alles gut. Aber es gibt ja auch, da habe ich vom Kollegen Dehler, ja, ich glaube Horst heißt er, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, vom spezialdepot.de, das ist jetzt Werbung für einen anderen, obwohl ich gar kein Geld dafür kriege, stell dir vor. Der hat das einmal vor einigen Jahren, heißt der Horst, ich weiß nicht, schreiben, entschuldige, ja. Aber der Herr Dehler hat das hier und ein italienisches, ich glaube das heißt Rua oder Rau, R-A-O genau, ja, vorgestellt und ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, dass dieses italienische, das ist ja im Endeffekt auch irgendwie ein bisschen italienisches Messer, wobei ich nicht glaube, dass die das in Italien herstellen, aber es ist eine andere Geschichte. Und das hat ungefähr denselben Mechanismus, nur ist das nicht zum Schieben, sondern zum Durchstecken. Und er hat gesagt, dass das irgendeine italienische Spezialeinheit irgendwelche, so wie die Green Berets, so in der Art wie in den USA, weiß ich jetzt nicht, ob das hundertprozentig stimmt, aber eine militärische Spezialeinheit braucht. Und da habe ich mir früher schon die Frage gestellt und die stelle ich mir jetzt auch noch einmal. Wozu? Warum haben die kein feststehendes Messer? Hätte dasselbe Gewicht? Dürfen die Messer nicht offen tragen oder haben die irgendeinen Einsatz, wo das nicht gut ist? Warum, ich frage es noch einmal, warum mache ich ein Klappmesser in dieser schweren, massiven Ausführung? Habe ich keinen Plan. Ja, machen wir mit unserem Test gleich weiter. Also ich arbeite jetzt quer zur Faser. Was ja normalerweise für ein Messer, weiß ich nicht, ob das überhaupt sinnvoll ist. Ne? Da hat man normalerweise Sägen, aber im Survival hat man keine Säge dabei. Es gibt natürlich auch Messer mit Sägerücken, aber die kann ich überhaupt nicht leiden. Die sind nämlich meistens wirklich ein Schrott. Und wie gesagt, das hier tut, was es soll. Ja? Schau, also es ist wirklich, hat da wirklich was raus, da gibt es überhaupt nichts. Aber ja, soll so sein. So, jetzt habe ich nämlich ein Schlagholz und ich nehme jetzt, das ist ja Esche hier. Ja? Ich gehe extra nicht hier hinten her, wo der Ast eingewachsen ist, sondern ein bisschen weiter oben und schlag das Messer. Warte mal, habe ich jetzt die Sicherung drin? Warte mal, ja genau, jetzt habe ich die Sicherung drinnen. So, weiter geht's. Da bitte nicht mehr rein. So, das ist natürlich diese Bewegungen, das merke ich gleich. Also da kann ich nicht viel tun. Also, dass das Messer nicht dafür geeignet ist, dass man es zur Klinge, ich weiß nicht, wie nennt man das, horizontal, vertikal, ich weiß es nicht, ist mir auch wurscht. Also so hin und her bewegen, ist es sicher nicht gemacht. Also das merke ich,
Das sieht man da richtig, dass das nachgeben wird. Also das mache ich sicher nicht, weil ich will das Messer nicht schrotten. Die Klinge ist doch ein bisschen flexibel, also sie macht mit, so Kleinigkeiten. Aber jetzt so wie man das kennt, dass man reinhakt und dann auseinanderbricht, das würde ich dem ganzen Teil nicht zutrauen. Das muss ich jetzt wirklich sagen, das traue ich ihm nicht so. Das Einschlagen, ja, aber hier, so Bewegung, hui, hui, da mache ich sicher nicht mit. Ja, ich bin mir sicher, dass sich jetzt der eine oder die andere genau das gewünscht hätte, dass ich diese Bewegung mache. Aber das habe ich gemerkt, das wird sicher nicht gehen. Und daher jetzt auch noch einmal meine Frage. Ich weiß, ich stelle sie noch einmal. Was ist der Hintergrund? Ja? Ich kann also wegen dem militärischen Einsatz, ich kann jetzt auch nicht irgendwas aufhebeln. Weiß nicht, eine Stahltür oder sowas. Ja? Das traue ich dem überhaupt nicht zu. Ich weiß nicht, wie dieses RAO-Messer ist, ob das mitmacht, aber wozu? Wenn ich jetzt sage, ich müsste etwas aufbrechen, dann nehme ich mir ein feststehendes Messer. Wenn das Glocke ist oder was auch immer, das macht das mit. Aber hier? Komisch. Ja, jetzt machen wir wieder den obligaten Reinisch-Spalter- und Feuermacht-Test. Ich habe es wieder fixiert, also das passt gut. Nehme jetzt hier mal einen Buchenscheit und das ist wieder so ein grauslicher, den habe ich auch beim A1 verwendet oder beim Kukri, ich weiß es nicht mehr, da wo so ein Ast drinnen ist. Und schauen wir mal, ich bin mir sicher, dass das Messer das mitmacht. Ja? Also da habe ich überhaupt keine Bedenken und das macht es natürlich auch mit. Machen viele Klappmesser mit, ist nur die Frage, ob der Mechanismus nachher noch funktioniert. Na, butterweich, so wie vorher, alles überhaupt kein Thema. Das passt einmal auf jeden Fall ganz gut. Also nehmen wir mal ein bisschen was Stärkeres. Ja, nehmen wir was Stärkeres. Also gehen wir mal ein bisschen ans Limit und genau das ist dann nämlich auch der Punkt. Okay, gut, ja, passt. Also das funktioniert einmal ganz gut. Da kann ich nicht zudern, wie man so schön sagt. Also das passt. Das habe ich aber auch erwartet. Also man kann was erwarten und erwarten ist immer schön, aber da kann man sich täuschen und dann ist man vielleicht traurig. Ich nicht. Das erwarten ist immer so eine komische Sache, aber egal. Gut, jetzt machen wir mal den Lockentest. Jetzt habe ich das, jetzt möchte ich einmal das ausprobieren, ob das so funktioniert wie beim Tracker Knife, beim Tom Brown Tracker Knife von Tops, das ich ja auch habe. Ja, so ähnlich. Beim Tracker von Tom Brown geht es ein bisschen besser, weil diese Ausbuchtung hier tiefer ist beim Tracker, beim anderen Tracker, aber es geht auch. Ja, das hätten sie ein bisschen besser machen können. Ja. Das muss ich sagen, das bin ich jetzt ein bisschen traurig. Es funktioniert auch nicht so schlecht. Ja, wenn man halt was anderes gewohnt ist, dann macht einen das halt schon dann traurig. Gut, das schabe ich jetzt einmal runter. Es geht heute auch ein bisschen Wind. Jetzt möchte ich natürlich auch noch die Klinge mit den Feathersticks testen. Und wie gesagt, ich mache absichtlich hier mit Buchen-Hartholz den Test. Warum? Einfach aus dem Grund, weil es dann cooler ist. Bei einem weichen Holz gehen die Späne besser runter. Und da sieht man gleich einmal, ob die Klinge recht gut eindringt. Und naja, ja, ich habe schon einmal Besseres gesehen. Das ist jetzt auch nicht so schlecht, aber ich habe wirklich schon einmal Besseres gesehen. Aber das ist so, ich will jetzt nicht zudern, das passt einmal, das passt, kann man damit arbeiten, ist in Ordnung. Aber das noch einmal, das enttäuscht mich leider. Das hätten sie, ich meine, es geht eh, wie du siehst, ja, es ist immer so ein Zudern bei mir, ich weiß sie. Aber das hätte man ein bisschen besser machen können oder, ja, sie haben sich irgendwas anderes dabei gedacht, aber ja, das ist jetzt eine Mutmaßung, dass sie sich nichts dabei gedacht haben. So, die Feuerstahlbedienung, die wird spannend, das habe ich mir gleich gedacht. Letzte Feuerstahl eines Lebens, Link in meinen Shop, billige Eingang, wie immer. Aber das wird nicht gehen, weil der Klingenrücken abgerundet ist. Also das geht einfach überhaupt nicht. Das kann man mit dem leider nicht machen. Ja, dann noch einmal zur Klinge ein paar Worte. Wir haben hier diese Recurve-Klinge, so halb Tanto irgendwie sowieso und überhaupt. Wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass das hier, diese Ausnehmung, ein bisschen tiefer nach unten geht. Dann wäre es zum Featherstick machen noch einmal ein bisschen einfacher. Haben sie nicht gemacht. Es geht, aber wenn man was anderes gewöhnt ist, dann sudert man halt. Und ich bin sowieso ein Suderant. Hier oben, da ist noch einmal eine kleine Nase. Da zeige ich dir gleich, wofür die da ist. Und noch einmal mit einem, auch mit einem Loch. Und hier fehlt natürlich die Öse für, oder das Loch für den Fangriemen, das ist leider nicht da. Man könnte es aber hier in diesem Bereich durchfädeln, das ist denkbar. Schau her, es geht sich nämlich schön aus, aber auch nicht allzu dick. Also
hätte man noch dazu machen können, aber es ist auch jetzt Sudan auf hohem Niveau, soll so sein, ist jetzt nicht unbedingt das Problem. Denn speziell wenn man so ein Hau-Hackmesser hat, wäre es halt nett, wenn man da irgendwie so ein Band drüber stülpen könnte, damit das beim Arbeiten einfach geht. Für mich ist das sehr praktisch. Jetzt mag ich dir noch zeigen, wofür diese Nase da ist. Und zwar, du kannst das Messer sozusagen so aufmachen. Und das hat halt, ich glaube, das Amazon-Messer, ja, die haben damit angefangen, die für die Navy Seals diese Klappmesser machen. Ja, also das ist ja nett, nur es gibt halt keinen Clip, Gott sei Dank. Gibt es da keinen Clip, weil der ist da eh unnötig. Das heißt, ich müsste das Messer, ich trage das und will es jetzt schnell ziehen, dann muss ich es von Hand hier unten auf den Taschenboden geben, ja, und dann geht es auf und nette Spielerei, warum nicht? Ich habe auch schon ein bisschen herumgespielt vorher. Also was denkbar ist, dass man es so aufmacht und einhändig sozusagen und dann verriegelt. Das könnte man tun. Jetzt weiß ich nicht, ob das 42A konform ist, weil eigentlich ist es ein Zwei-Handöffner. Und so mit der Hand aufkriegen tut man es auch nicht. Aber wenn man Schwung nimmt, ich hoffe, liebe Deutsche, ich habe euch das jetzt nicht vermisst, dieses Messer für das Führen. Wobei ich mir ja auch sagen lasse oder sagen habe lassen, wobei ich bin kein Rechtsverdreher oder Berater oder so, dass man, wenn man eine Begründung hat, es ohnehin im Wald zum Bushcraften oder so haben dürfte und ist ganz einfach so. Also wie gesagt, sehr, sehr nett. Vorne bei der Klinge auch hier in diesem Bereich, wo gehauen und gehackt wird, ist es noch einmal ein bisschen schlanker gemacht. Finde ich wirklich nett gemacht und ja. Ich nehme das in den Langzeittest auf. So wie viele andere Messer auch. An alle, die mir immer wieder schreiben, wann wird das nächste gemacht, wenn ich fertig damit bin. Zum Beispiel das Strong Arm oder sowas. Ja. Sobald ich fertig damit bin, werde ich es machen. Ich vergesse es nicht. Ja. Und das ist einfach so. Ich finde das Messer interessant und werde es in den Langzeittest nehmen. Aber das Einsatzgebiet, so richtig klar ist mir das noch immer nicht. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde das Messer nett. Wirklich. Und ich habe es auch nicht geschrottet bei diesen Herum-Drehtester, weil ich es nicht kaputt machen will, weil ich es gern angreife und ich es nett finde. Ob es sinnvoll ist, irgendwie tue ich mir da extrem schwer. Wirklich, da tue ich mir wirklich extrem schwer. Aber vielleicht hast du eine Idee. Ist das ein Messer, was man unbedingt braucht? Nö, sicher kein Messer, das man unbedingt braucht. Ist es ein Klumpert? Nein, ist es auch nicht. Aber ich würde, wenn ich jetzt sozusagen ein Überlebensmesser mit mir führe, sicher was anderes nehmen. Auch vom Gewicht her. Ist es ein Sammlermesser? Ja. Ist es eine nette Spielerei? Ja. Und ist es cool? Ja. Aber ist es notwendig? Nein. Schreib mir unten einen Kommentar, wie du das siehst. Hast du das Teil? Bist du auch von der Verarbeitung und vom Stil und von allem begeistert, so wie ich? Aber sagst du, naja. Schreib mal, wozu man solche Teile überhaupt brauchen kann. Bitte, das wäre sehr nett. Ich möchte meinen Horizont erweitern. Daumen nach oben oder nach unten. Link zu dem Produkt auf Amazon, wo ich es gekauft habe, gebe ich da auch. Ja, Abo und ein paar andere Videos. Schön, dass du wieder dabei warst und bis bald.